Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kollegen, liebe Zuschauer, ja, auch wir bekennen uns zum Industriestandort NRW. Auch wir können die Sorgen der Oberbürgermeister von Bochum, Duisburg und Dortmund um den Erhalt von Arbeitsplätzen nachvollziehen und nehmen sie ernst. Aber wir stehen auch zur absoluten Notwendigkeit der Energiewende. Diese wird ja einmal mehr von CDU und FDP in Frage gestellt. Denn im ersten Punkt der Beschlussfassung heißt es, die Wettbewerbsbedingungen des Standortes NRW dürfen durch weiter steigende Energiepreise und höhere Belastungen im Zuge der Energiewende nicht weiter verschlechtert werden. Das verkennt vollständig die seit 2008 stetig sinkenden Preise an der Leipziger Strombörse. Der Höchststand lag dort 2008 bei über 9 Cent pro Kilowattstunde. Ende November 2013 notierte der Preis pro Kilowattstunde für Strom zur Lieferung 2014 bei unter 3,75 Cent pro Kilowattstunde. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2005. Elektrische Energie zur Lieferung 2016 kann dort heute für 3,5 Cent pro Kilowattstunde eingekauft werden. Im gesamten Jahr 2013 lag der Energiepreis für Großabnehmer im Grundlastbereich rund 12% unter den Preisen im Atomstromland Frankreich. Auch das ist die Folge des EEG und der nicht dazu passenden Regeln auf dem Strommarkt. Auch diese Folgen der Energiewende müssen betrachtet werden, wenn wir uns mit den Großabnehmern hier im Land beschäftigen. Wir sollten hier eine ehrliche Diskussion auf Basis der Fakten führen. Dazu muss auch gesagt werden, dass im letzten Jahr 7 Milliarden Euro von privaten und gewerblichen Stromkunden aufgebracht wurden, um die Privilegierung der Großabnehmer zu finanzieren. Auch und gerade kleine und mittlere Unternehmen schaffen Arbeitsplätze. Wir bitten also um eine ausgewogene Betrachtung, die auch die Vorteile berücksichtigt, die gerade für Großabnehmer entstanden sind. Derzeit bedeutet das, dass die Großkunden sich durchaus mit 1,5 bis 2 Cent pro Kilowattstunde an der EEG-Umlage beteiligen könnten, ohne Nachteile zu haben. Von daher müssen wir den Antrag von CDU und FDP ablehnen. Der vorliegende Antrag von der SPD und den Grünen wirkt da doch wesentlich ausgewogener. In der Begründung wird betont, dass auch die Landesregierung respektable Ausbauziele für die erneuerbaren Energiequellen hat. Auch wir stehen hinter diesen Zielen. Auch wenn sie noch ehrgeiziger sein könnten. Hier würden uns die Kollegen aus der Fraktion der Grünen sicher zustimmen, wären sie nicht an den Koalitionsvertrag gebunden. Ohne diesen aus meiner Sicht lästigen Vertrag würden sie vermutlich sogar gemeinsam mit uns ein Ende der Privilegierung von RWE Power als Großverbraucher fordern, weil die Förderung der Braunkohle nicht dem internationalen Wettbewerb unterliegt. Vielleicht wären Sie sogar gemeinsam mit Ihren Parteifreunden im Bundestag bereit, eine Förderabgabe auf Braunkohle auch auf Landesebene zu unterstützen. Wir haben den Antrag ja gestern eingebracht und der wurde abgelehnt. Alles in allem halten wir aber den vorliegenden Antrag der Regierungsfraktion für zustimmungsfähig. Auch wir erwarten von der Landesregierung, sich im Sinne des Landes NRW, seiner Unternehmen und vor allem seiner Einwohner in den Prozess der Novellierung des EEG mit einzubringen. Dann habe ich noch ein paar Bemerkungen. Herr Kufen verlangt Planbarkeit. Ja, Planbarkeit finde ich toll, aber für wen eigentlich? Als ich letztes Jahr in Japan war, war da auch die Industrie mit zugegen, die Windräder im Offshore baut. Die haben damals schon gesagt, das geht alles in die Hose. Und das geht in die Hose wegen so Leuten wie Herrn Rösler damals in der Regierung, weil die nämlich massiv für Unsicherheit gesorgt haben. Es ist hier eine gemeinsame Position von verschiedenen Abgeordneten gefordert worden. Was ist denn die gemeinsame Position? Die gemeinsame Position ist doch tatsächlich, wir wollen im Jahr 2050 80% erneuerbare Energien haben. Ich sehe das hier nicht vertreten, insbesondere bei der FDP nicht. Da wird massiv die Energiewende beschossen. Warum eigentlich? Ich dachte, das wäre das gemeinsame Ziel. Wenn wir uns dahinter stellen würden, dann wird das auch klappen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmalenbach. Und nun spricht die Landesregierung in Vertretung des Ministers Johannes Remmel, Herr Minister Dün.